bin ich mal wieder. Und was seht ihr da? Teddy hat neue Blöcke. Die waren eigentlich nicht auf dem Plan. Ich suche immer noch diesen 15x30 Block in Schwarz. Aber ich finde die nicht. Und dann habe ich da halt so bei den Blöcken gewühlt. Und dann dachte ich so, hä? Die kennst du doch nicht. Die sind doch neu. Ja, und die würde ich euch gern zeigen. Ups, Entschuldigung. So, fangen wir an mit diesem. Die anderen nehme ich mal weg. So. Geht das so? Warte, ich schiebe euch mal ein Stück. So. Und dann, oh, den muss ich euch von da an zeigen. Schaut mal, was da drauf ist. Oh, ist der nicht süß? Ja, fand ich total putzig. Wie gesagt, ich blätter den nur mal so durch. An. So, sehr schön. Den zeige ich euch auch mal von nahen. Der ist so Baby-Thema. In Blau. Und dasselbe Blatt ist auch nochmal rosa drin. Hier, na, so ähnlich. Und da, schaut mal, stehen dann immer so Funny, Smile, Cute, Baby. Ja. Und halt kleine Figürchen. Derselbe nochmal, falls man noch nicht weiß, was es wird, in Grün. Also der ist so, ja, eigentlich perfekt für Babyalben. Hier teilt sich jetzt der Block und schaut mal. Sind die nicht süß? Kleine Schäfchen. Ja, ideal, um Babyalben zu basteln, zum Beispiel. Finde ich sehr passend dafür. Hier sind so Melonenstücke drauf. Mit roten Blümchen. So. Hier dasselbe nochmal mit gelben Schäfchen. Ja, das war dieser. Dann machen wir weiter mit dem hier. Oh. Ja, das war draußen. Entschuldigung. Hier mit Ananas. Das finde ich auch cool. Geht das so, ja, oder? Ja, das hier ist wie so Graupappe, Wellpappe sieht das aus. Finde ich auch schön. Zum Thema Reisen. Das ist mehr blau, das kommt sehr grünlich rüber in der Kamera. Hier teilt sich jetzt der Block wieder, hier mit schönen Palmen. Da ist unten und oben dasselbe drauf. Hier mit so geometrischen Buchstaben. Hier ein Stück vom Globus. Hier heute nicht. Poststempel, der VW-Bus, hier der Bulli. Das ist so wie, wenn man in Paris, England oder so ist, hängen immer so Stadtkarten oder Bezirkskarten. So sieht es aus, finde ich. Hier mit kleinen Flugzeugen. Das war dieser. Und der hier ist so, das sieht so ein bisschen aus, ja, wie Steinmuster. Von Weitem sieht es aus wie Glitzer. Ist auch mal was anderes, ein anderes Zickzackmuster. Hier so spitze. Dieses. Da ist oben das Muster so und hier unten so.
rausnehmen. So sieht das besser. Oh, das ist auch schön. Und hier ist auch wieder so, als wenn es so glitzern würde. Seht ihr das? Ist aber drauf gedruckt. Hier genauso. Hier auch wieder. Ja. Sind ein bisschen schwer, die Blöcke. Deswegen ist es schwierig, ruhig zu halten. Hier auch wieder so spitze. Das finde ich auch schön. Hier ist dann zweimal so dasselbe. Sehr schön. Hier ist so ein typisches Hochzeitspapier. Mit Torte, Gläsern, Blumenstrauß, Tauben, Herzen. Perfekt für eine Hochzeitskarte. Hier ist auch so wie so Glitzerpunkte. Der ist so gestreift. Die Herzen sind auch so. Ich zeige es euch von nahen. Hier sind auch wieder die Herzen, so wie das mit den Punkten. Das so aussieht, als würde es glitzern. Finde ich auch ein sehr schönes, sehr schlicht. Das war der. Und dann noch dieser. Schmetterlingen. Hier so, ja, wie Mixed Media gemacht. Viel zu sagen gibt es immer nicht zu Papier, deswegen blätter ich das jetzt nur durch. Das finde ich auch sehr schön. Ich mag das, wenn Papier so aussieht, als wenn es geknickt oder gerissen wäre. Oh, das hier ist doch ein Traum, oder? Schreit nach dem Gulli weg. Oder das hier. Hier ist so wieder Aquarell ähnlich. So wie, als wenn es auf Stoff ist. So alter Stoff, finde ich. Blümchen. Blümchen. Ein riesen Klecks und Schrift. So, das waren die Blöcke. Dann habe ich noch, die kosten alle jeweils 4 Euro. Dann habe ich hier noch, gibt es neu diese Stickerherzen. Schön, da fehlt einer. Das sind so verschiedene Größen, ist ein kompletter Sticker immer. 8 Stück sind da drin, kostet 1 Euro. Dann, oh, finde ich so mega süß, habe ich neu entdeckt. So Smileys. Sind die nicht süß? 1 Euro. Diese. Dann brauchte ich für mein iPad hier so einen Stift. Ey, die sind im Internet überall schweineteuer, die Teile. Ja, jetzt habe ich bei Teddy für 1 Euro. Perfekt. Dann hatte ich euch in anderen Videos schon mal von diesem Schmuckband. Da gab es jetzt noch verschiedene Farben. Habe ich noch einmal in Blau und Rot. Davon mache ich ja Armbänder und Ketten. Und nochmal Schwarz und Weiß. Da sind 2 Stück halt. Ein schwarzes, ein weißes. Und je 2 Meter sind da drauf. 1 Euro eine Packung. Dann habe ich neu entdeckt. Das ist auch so Schmuckband, aber so Leder. Lederoptik. 5 Meter sind da drauf. 1,25. In Schwarz und in Weiß. Dann gibt es neue Papierblumen. Wobei es sein kann, dass die letztes Jahr auch schon mal gab. Da gab es verschiedene Farben.
Die finde ich auch ganz schön, wenn man die ja so zusammensetzen kann. 1,50 Euro, 50 Stück. Da weiß ich jetzt allerdings nicht, ob man insgesamt 50 Blumen daraus bekommt. Da ist so abgebildet. Oder ob da 50 Einzelteile drin sind. Das weiß ich nicht. Dann gibt es neue Strass-Sticker. Diese Variante. Da sind 120 Stück immer drin. Ja, hier auch wieder Fail. Habe ich einmal diese Variante, Türkis, Rosa, so ein Orange und Grün. Dann diese mit so weiß irisierend, rosa, gold und silber. Und hier so ein, ja, hell, grau würde ich es nennen, blau, türkis und ein dunkleres Türkis. Dann brauchte ich nochmal diese Aufbewahrungstütchen. Dann brauche ich die kleinen eigentlich auch, aber die finde ich im Moment nicht. 1 Euro kostet die Packung. Ja, und aus der Osterserie oder Frühlingsthema habe ich mir hier diese Schmetterlinge mitgenommen. Da kostet 55 Cent einer. Habe ich einmal in weiß, in rosa und in so einem, ja, altblau. So, und jetzt folgendes: Es gibt noch jede Menge mehr bei Teddy. Und da war ich einfach mal so frei und habe euch das fotografiert. Und das würde ich euch jetzt als Bilder einblenden. Wurde dann auch irgendwann freundlich angesprochen, dass das nicht gestattet ist. Also, ich habe für euch keine Kosten und Mühen gescheut. Die Polizei war hinter mir her. Nein, natürlich nicht. Aber ja, ich dachte, alles kann ich auch nicht gebrauchen, alles kann ich auch nicht kaufen. Und um es euch aber trotzdem zu zeigen, was es so gibt, weil vielleicht der ein oder andere von euch es gebrauchen kann, kommen jetzt noch ein paar Bilder. Bis dann, tschüss!